Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's einen Notino Haul. Ich habe lange nicht mehr dort bestellt, mindestens 2 Monate oder so. Und wenn dann nur zuletzt noch die Haarfarbe, aber die brauche ich ja immer bei Notino. Aber da sind jetzt nochmal richtig coole Produkte mit drinnen und auch ein Lippenstift, den ich unbedingt wieder wollte. Einer meiner Favoriten sozusagen, ein Liquid Lipstick. Und wenn euch das interessiert, dann packen wir das jetzt gemeinsam aus und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, also ich fange jetzt mal direkt mit meinen Haarprodukten wieder an. Und zwar habe ich mir wieder 4-mal meine Haarfarbe nachgekauft. Da habe ich zwar noch hier 2 Stück und auch noch einen, so eine Entwicklerlotion. Mit 2% und mit 6% habe ich zuletzt noch gekauft. Aber ich brauche jetzt wieder diese beige Farbe. Und die habe ich mir gekauft und zwar ist es von Schwarzkopf, die Igora Royal Farbe. So sieht die Verpackung aus und da gibt es wirklich alle möglichen, es ist ja keine Farbe, es ist eigentlich eine Tönung. Und da gibt es alle möglichen Versionen davon, das kommt dann in so Tuben. Und damit das funktioniert, müsst ihr also, wir machen dann immer Ansatzblondierung und dann wird das angerührt mit einer 2%igen, glaube ich, und die 6%ige ist bei der Blondierung. Mit 2%igen wird es dann angerührt und ich mische da jetzt immer die 9,51er mit der 9,54er, also beige und grau oder so. Und dann kommt halt meine Haarfarbe dabei raus und ich finde, es ist halt ein richtig natürliches Blond, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht graustichig, es ist auch nicht gelb, also so ist dann meine Farbe auf jeden Fall. Das hier ist die Blonde Me Entwickler Lotion Premium Developer 6%. Da sind 1000 ml drin, also da kommt man schon wirklich sehr, sehr lange aus damit. Ich habe auch noch die 2%ige davon und dann braucht man natürlich noch das Blondierungspulver. Das kostet knapp 40 Euro. Da kommt ihr auch einige Male aus damit, aber das habe ich jetzt nicht mitbestellt. So, meine Lieben, dann geht's weiter. Jetzt haben wir die Haarprodukte geschafft, deshalb habe ich eigentlich dort bestellt. Dann habe ich mir von Palmolive dieses Granatapfel-Duschgel nachbestellt. Und ihr seht schon in der Verpackung, das ist so ein bisschen Jelly-mäßig. Ich fand das so cool und der Duft ist auch mega angenehm. Da gibt es, glaube ich, 3 verschiedene Varianten. Und es riecht echt, das riecht so frisch und lässt sich so gut auf der Haut verteilen. Das ist 100% natürlichen Ursprungs und deswegen dachte ich mir, bestelle ich das wieder mal mit. Dann habe ich mir meinen Lieblings-Liquid Lipstick von Maybelline wieder nachbestellt. Also das ist einfach der beste von der Marke und finde ich auch fast aus der Drogerie der beste. Es gibt auch schon gute von Catrice und Essence, aber der ist halt wirklich super. Der kostet normalerweise in der Drogerie sogar, glaube ich, 10 Euro. Bei Notino kostet der nur 6 bis 7 Euro, je nachdem. Und ich zeige ihn euch mal, also der ist dann wirklich versiegelt. Das seht ihr dann auch, dass es komplett ungeöffnet ist. Und ich glaube, wir tragen mal ganz kurz die Farbe so ein bisschen auf. Ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr schön. Ich habe auch eine ähnliche Farbe oben, aber dann seht ihr den Unterschied. Und der wird nämlich auch eher matt, würde ich sagen. Ja, ist wirklich... Ah, die Farbe habe ich euch noch nicht gesagt. Das ist die Farbe 65 Seductress. Und ihr seht, es ist wirklich ein schöner Ton, den eigentlich fast jeder tragen kann. Das ist so ein richtig so gedeckter Nude-Ton. So, schaut mal, meine Lieben, also das sind ja meine Aufbewahrungen von meinen Schminksachen. Da habe ich ja 4 Kästen übereinander stehen. Und ich wollte euch zeigen, dass ich von diesem Liquid Lipstick, also schaut auf jeden Fall beim Sammlungsvideo vorbei, wenn euch das näher interessiert. Aber da habe ich jetzt nämlich die Farbe schon offen. Das sind die zwei hier, die sind auf jeden Fall in Benutzung. Das sind die 65 Seductress. Und dann gibt es aber auch noch andere Farben, wie zum Beispiel 10 Dreamer, ist auch eine wunderschöne Farbe. 70 Amazonien ist ein bisschen dunkler. Dann gibt es noch die 15 Lover. Das ist eher so ein ja, Pinkton. Dann 115 Founder ist eher schon so ins Rötliche. Und dann habe ich auch noch 130 Self-Starter. Also das sind so die verschiedenen Farben. Da gibt es aber so viel Verschiedenes. Also schaut da gerne mal bei DM, bei Notino oder sonst wo vorbei. Und vielleicht vor Ort, damit ihr auch die Töne vergleichen könnt. Dann habe ich mir wieder von Elmex dieses Set hier bestellt. Das gibt es aber nicht immer, weil das ist relativ günstig. Das kostet nur 6,50 Euro oder 7 Euro. Und normalerweise kostet das schon diese eine, also dieses eine Mundwasser 6,50 Euro in der Drogerie. Und da habt ihr dann Folgendes mit drinnen. Das ist jetzt einmal diese grüne Version, weil ich die super finde für
sensitives Zahnfleisch, dass ich es rausbringe. Dann ist einmal diese Mundspülung hier mit dabei. Also die kostet normalerweise bei uns schon 6 bis 7 Euro. Und alleine deshalb zahlt sich das Set schon aus. So, meine Lieben. Und dann habe ich auch noch was richtig Cooles für meinen Freund mitbestellt. Denn ich habe irgendwie so ein bisschen jetzt nicht so ein Geschenk gesucht. Also wir schenken uns ja zwischendurch auch immer wieder was. Er zahlt mir was, ich zahle ihm was oder so. Aber ich habe halt so eine Kleinigkeit, so eine Aufmerksamkeit gesucht, würde ich jetzt mal sagen. Es hat keinen Anlass oder so. Aber das benutzt er halt wirklich immer. Also er hat vielleicht 2 Parfums noch im Badezimmer stehen. Und zwar ist es das Hugo Boss Bottled in der 200ml Größe. Und zwar hat es als Top Note Apfel, Hard Note Zimt. Und dann Base Note Sensual Woods. Also das hat nochmal so ein bisschen so einen tieferen, irgendwie diesen typischen Männerduft. Ich finde es richtig, richtig cool. Hat er eh immer. Es ist wirklich ein sehr teures Parfüm eigentlich. Vor allem in der Größe kostet das je nachdem immer so um die 100 Euro. Früher hat es auch mal 200 gekostet. Mein Lieblingsparfüm ist eigentlich das Armani C. Dolce & Gabbana The One. Dann habe ich noch das Black Opium und das Alien Parfum finde ich auch super gut, aber das habe ich bis jetzt nur im Dupe selber gekauft. Alle anderen habe ich halt im Original. Und Lancôme La Vie Belle finde ich auch noch sehr, sehr schöner Duft. Sehr, sehr schöner, zierlicher Frühlingsduft irgendwie. Und ich glaube, ich zeige euch demnächst auch mal meine Parfumsammlung. Leute, ich habe zuletzt noch umsortiert und es ist wirklich sehr, sehr viel. Und ich habe es dann so nach Kategorien, meine liebsten, meine teuersten, dann die günstigeren, dann die aus der Drogerie und so. Und je nach Jahreszeiten so. Ich habe alles sortiert und ich habe ungelogen wahrscheinlich 150 Parfums. Ich möchte euch das mal zeigen, also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich demnächst mal Sammlungsvideos wieder abdrehen soll. Dann mache ich auch meine Parfumsammlung mit, wenn euch das interessiert. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so einen kleinen Haul. Also es war ja nicht so klein vom Warenwert her. Also ich habe sicher 200 Euro gezahlt oder 150, je nachdem. Muss ich mal schauen. Aber es waren wenige Produkte, sagen wir so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch die Sammlungsvideos interessieren würden und welches Produkt ihr mal bei Nutino gekauft habt, beziehungsweise ob ihr schon mal dort eingekauft habt. Weil es ist ja eigentlich so eine österreichische Marke, mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, ob man das aus Deutschland bestellen kann. Aber die sind ja mit dem Headquarter in Wien und ich war sogar schon mal dort in dem Shop, also da kann man auch vor Ort hingehen. Der Versand kostet immer so 3,90 Euro, je nachdem, ob mit DPD oder Post. Also für Österreicherinnen auf jeden Fall, oder Österreicher, sehr, sehr cool. Kann ich euch nur empfehlen, den Shop. Die sind auch mit der Lieferzeit immer super perfekt, innerhalb von 2-3 Tagen. Es war auch erst einmal was kaputt und ich habe gefühlt 100 Mal schon dort bestellt. Lasst mir auch gerne ein Abo da, darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und supportet mich ein bisschen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss!